Once You Miss Neue Season, oder? Ja, wir wechseln da gleich rein in die neue Season. Sag noch Ciao zu deinem Haus. Ich bin richtig traurig. Ja, mehr nicht. Doch bevor du wechselst, erst noch die Kisten kaufen. Genau, Kisten kaufen nicht vergessen. Ich hätte auch noch 60, aber ich glaube, das war es echt für heute. Kein Ding, kein Ding. Wie gesagt, muss nicht. Hä? Hatte ich nicht 1000 Ziegel? Waren das sogar meine Ziegel? Habt ihr bei mir Ziegel rausgenommen oder wie? Ihr Frechdachsis. Aber dann, Jonathan, schön, dass du mitgespielt hast. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich muss auch langsam pennen gehen. Dann mach das mal auf jeden Fall. Und wir können ja jetzt noch wechseln und dann könnt ihr euch ja langsam in die Kojen begeben. Hab ich dir doch gesagt. Ich wusste nicht, dass das meine waren. Aber ist ja auch letzten Endes scheißegal, wem die jetzt gehört haben und wem nicht. Zählt ja fürs Team. Oh Gott, endlich wieder leichter. Jesus. Sind wir dann alle Level 1? Ja. Dann sind wir alle wieder Level 1. Das wird bestimmt ein Spaß. Okay. Wollen wir los? Macht ihr euch beiden. Gutes Nächtelchen. Wie machen wir das jetzt? Einfach auf neue Season dann klicken, oder was? Okay. Sobald du zum neuen Server wechselst, kannst du nicht mehr zu diesem alten Server zurückkehren. Bestätigen und fortfahren. Aber mein Haus. Warte. Ich mache noch mal eine Blaupause, oder? Aller guten Dinge sind drei. Sicher ist sicher. Ich will noch was testen mit dir. Bin ich jetzt hier ein Testversuchsobjekt oder was? Aber meine Rüstung und meine Sachen muss ich jetzt nicht ablegen. Das wird automatisch weggeschoben, ja? Auch das Eis aus meinem Rucksack. Aber wo wird das denn reingepackt? In irgendeine Kiste oder wohin? Im Baumenü das Hive-Gebäude bauen. Ich habe jetzt gewechselt. Was für ein Hive-Gebäude? Ach, das kommt auch in diesem Raumzeitrucksack. Okay. Kann ich denn das bauen, dieses Hive-Gebäude? Ich habe auch gewechselt. In meinen drei Kisten war echt nur Shit drinne. Ja, lohnt sich irgendwie nicht so richtig Prime War zu machen, ne? Ihr müsst aufpassen, bin mitten im Gegner runtergekommen. Aber wollen wir dann jetzt ein Hive-Ding bauen oder wollen wir einfach sagen, jeder baut wieder so für sich? Weil ich fand das jetzt nicht schlimm, dass jeder für sich gebaut hat. Dadurch, dass wir uns ja gegenseitig unterstützen konnten, fand ich das jetzt nicht schlimm. Auch so, wer jetzt was gelevelt hat und so. Ach, ich wechsle jetzt einfach. Ich will jetzt nichts noch mit den Hive-Dings machen. Oder? Komm, let's go jetzt. Oder Morty, kommst du jetzt noch her? Ladescreen mit Szenen aus Casablanca, dann Szenen aus vom Winde verweht.
Ich kann erst in 5 Stunden. Ihr könnt auch strategisch über die Karte euch verteilen für mehr Portpunkte. Könnte man auch machen. Derzeit haben wir ja überall da gebaut, wo wir halt Bock drauf hatten oder was für uns günstiger war. Aber ich finde eigentlich die Idee, ich muss nicht unbedingt ein Hive-Ding haben. Man hat so genug Ressourcen und ich finde, wenn jeder so selber baut, ist das auch okay, oder? Okay, jetzt komme ich nicht mehr. Okay. Ich habe noch gewartet. Also ich muss auch dem Hive rausgehen, ja? Hive verlassen. Schmeiße ich einfach alle raus. Aber ich habe noch gewartet gehabt, Morty. An mir lag es jetzt nicht. Wenn du es nicht bauen willst. Ja, also wir hatten ja die Überlegung gehabt, ob wir so ein Hive-Haus bauen, aber ich fand das jetzt auch nicht schlimm, so wie wir es jetzt gemacht haben, oder? Ich habe doch mein Hive aufgelöst. Oder warte, liegt es daran, weil wir noch in einem Team sind? Ja, die AK ist weg, alle Waffen sind weg. Starten alle bei Level 1. Wir haben alle nichts. Ich kann nicht wechseln. Ich geh mal kurz aus dem Spiel raus. Vielleicht checkt er das dann. Ich werde die volle machen. Wie, du wirst die volle machen? Was meinst du damit? Morty? Ey, stell mal vor, ich kann jetzt einfach nicht wechseln. Ich bin auf Welt 9. Wo seid ihr? Ich habe auch die volle genommen. Was für eine volle? Von was sprecht ihr? Was für eine volle? Was? Was? Über was reden wir? Ihr redet über Sachen, wo ich mich nicht auskenne. Ich bin Welt 3. Ich habe auch die volle genommen. Sporting, du lügst! Volle Story, ach so. Ich kann nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin doch nicht mehr im Hive drin. Was ist das für ein Schmutz? Ach stimmt, eine Kriegsbande habe ich ja auch noch. Aber wo kann ich denn die löschen? Verlassen. Stimmt, es lag vielleicht auch noch an der Kriegsbande. Okay, aber jetzt. Boah, ist da. Also, das ist schon wieder so unfassbar dumm gemacht bei diesem Spiel. Ey, ich sag's ganz ehrlich. Jetzt geht's. Dann bleibst du wohl doch mal 48 Tage bei mir. Nee, ich dachte, du ziehst mit um. Komm jetzt. Ah, man kann die Quest vollständig neu machen oder verkürzt, ohne Gequatsche und so. Oh ne, ich mach das auch dann komplett. Ich kann das ja trotzdem skippen. Heute nicht mehr. Okay, aber morgen. Die Sache ist, der Server ist halt schon fast voll, ne? Keine Garantie, dass wenn ihr nicht jetzt umzieht und nicht auf dem Server seid, dass ihr dann noch raufkommt, ne? Und ich weiß nicht, wie das... So, und wo konntet ihr jetzt irgendwas auswählen? Mit voll oder ganz oder sonstiges?
Naja, du bist nur angemeldet. Das heißt, glaube ich, nicht, dass du zu 100% dann schon die Versicht, also dass du die Zuversicht hast. Ey, guck mal, ich habe meine Klamotten noch. Und ich habe eine Pistole und so einen komischen Schraubenschlüssel. Kommt dann nach der Landung. Okay. Sobald er registriert ist, hat er eigentlich einen Platz sicher. Ah, okay. Na, dann hat der Jonathan nochmal Glück gehabt. Dann hast du ja nochmal Glück, wenn du da jetzt einen Platz hast. Now that we've made it, let's set up a territory. Ach so. Das mit der vollen Version, ne? Aber ist das jetzt genau die gleiche Karte, die wir schon kennen? Gott, die sind Level 3. What the fuck? Oh, der Bus kommt. Tut, tut. Okay, da war ein Aktivator. Okay. Ich bin Welt 7, ja. Mal wieder. Mal wieder. Und nur 6 Leute im Hive. Wie wär's mit Server 6? Welt 6? Ich bin auf 7. Also, aber mir ist egal, auf welche. Monolith der Gier. Das ist ja wirklich 1:1 dann die gleiche Karte. Und dann wird aber der nächste Part wird dann wahrscheinlich wieder. Eröffnet dann im Oktober, habt ihr gesagt, ne? Wie kann man dann die Welten wechseln? Du musst an. Hier im Ort, hier, da gibt es so einen Teleportationsturm. Da musst du rangehen und dann kann man die Welt wechseln. Ich glaube, da werde ich jetzt auch erstmal hinrennen. Oder ich gehe hier zur Hauptstadt. Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. Okay, let's go, Freunde! Erstmal muss ich was essen und was trinken. Genau, am Teleporter dann G drücken. Oder Welt 9, dann sind wir 69. Oh, das würde ich schon ein bisschen feiern, muss ich sagen. Das würde ich feiern. Wollen wir Welt 9 machen, dass wir Server 6 sind und Welt 9? Wollen wir das machen? Hättet ihr da Bock drauf? Wir können uns ja gleich alle mal hier in dieser Stadt hier treffen, in Deadsville. Wäre ich dabei? Also die 96. Worauf? Wir sind jetzt Server 6 und wir gehen in Welt 9. Dann brauche ich nämlich nicht switchen. Und guck mal, wenn Jonathan hier jetzt die ganze Zeit schreibt, dann wechsel doch schnell. Komm, komm, wechsel zu uns. Oh, ist schon ausgemacht. Ist schon ausgemacht, oder? Ey, das ist so komisch, dass man jetzt kein Moped hat. Das ist irgendwie crazy. Iba. Iba. Der Ruf der Kindheit. Aber das sind jetzt alles Quests, die wir eigentlich schon mal gemacht haben, oder? Ja, also irgendwie. Mit diesem Serverwechsel. I don't know. Hat er die Biene jetzt hier schon gesammelt? Muss ich den Spaltanker nicht mehr machen? Doch.
schon sagen. Aber wir fahren langsam schon die Augen zu. Ist der Jonathan ein bisschen müde? Ja, dann kommst du heute Abend nochmal dazu, oder? Dann schlafen wir jetzt. Und, mich auf jeden Fall gefreut, dass du mit dabei warst. Und dass wir vor allem noch die Bosse gemacht haben und ein Primal War. Primal War! Wenn ihr alle da seid, komme ich auch. Dachte, dass der eine oder andere noch gerne seine Kisten kaufen wollen würde, aber es scheint nicht. Nee, ich glaube, Nathan hat auch schon gewechselt. Nathan. Nathan. Nathan? Komme ich denn da drauf? Mischung aus Jonathan. Muss man das nicht irgendwie schlagen oder so? Okay. Dann nicht. Warum habe ich jetzt den Loot gekriegt dafür? A crazy piece of shit. Sieg im Notstand-Event? Hä? Alles verwirrend. Ich bin einfach so unfassbar verwirrt. Wie lange machst du denn heute noch? Na, so wie immer, bis 18 Uhr, denke ich mal. Also länger nicht. Und vielleicht heute Abend dann selber nochmal reingucken. Aber ich denke mal, ich mache das dann morgen im Stream einfach weiter. Also in die Welt 9 gehen wir jetzt, ja? Guck mal, Nation, du musst an so ein Ding hier, an so einen Teleportationsturm. Da kannst du dein G drücken und dann kannst du die Welt wechseln. So, jetzt bin ich in Welt 9. Und da steht zum Beispiel Neo und hier müsste Jinx sein. Yes! Hello, Bitches! Wir sind wieder vereint! Alle drei zusammen! Neo, einfach schon fette Waffe wieder? Ja, 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 gib mal an mit deiner scheiß MP. Ich hasse dich. Genau, wir müssten dann wieder wahrscheinlich einen neuen Hive gründen. Und ja, heißen wir dann einfach wieder Outsiders. Oh, existiert bereits. Ey, pass auf, der existiert jetzt bestimmt auch, weil den gab es ja schon auf dem anderen. Ah, ne, den gibt's nicht. Okay, sehr gut. In den Hive einladen. In den Hive einladen. Morty in den Hive einladen. Als Streamer musst du immer am weitesten sein von allen, das auch immer zeigen im Stream. Immer. Oh, stimmt, wir haben kein Bild mehr auf dem alten Server gemacht. Ist nicht schlimm, machen wir auf dem neuen Server ein Bild. Habe ich gar nicht mehr daran gedacht, bin ich ehrlich. Habe ich tatsächlich gar nicht mehr daran gedacht. Nein, Neo darf nicht. Neo, du darfst nicht. Nein, nein, nein. Okay, da muss ich halt wieder einen Standort finden, wo ich dann bauen will, oder was? Und dann fängt der ganze Scheiß schon wieder von vorne an und ich muss jetzt alles laufen. Oh. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Zu spät. Und Baram, Dankeschön für den Lurk-Support. Vielen lieben Dank. Und danke nochmal für die Info bezüglich Black Myth Wukong. Aber ganz ehrlich, da werde ich, ich werde das trotzdem spielen. Also, ich mache mir da nicht so eine Platte. So, und ihr habt gesagt, man könnte jetzt auch dieses andere Territoriumsding machen, dieses Hive. Aber man kann doch nur das in erster Linie hier bauen, oder? Nice work. I've managed to unlock some memetics from Mitsuko. If you access them through your cradle.
You'll be able to craft and build what we need. Mein Metall ist jetzt dann auch das Transferieren, oder? Ressourcenentwicklungsphase. Ressourcen übertragen. Die Welt liegt in Trümmern. Ressourcen vom ursprünglichen Saisonserver wurden übertragen und in deinen Raumzeitrucksack gelegt. Darunter sehr viel Sternchrom. Meine Währung. Oh Gott, ich habe mir ja nochmal Geld aufgeladen gehabt. Energieverbindung, die ich nicht lesen kann. Die Mitsuko-Marken, die Schlüssel, die Werkzeuge, Kampfsachen. Unfassbar viele Materialien, unfassbar viele Verbrauchsgegenstände, Munition, Rüstung, Waffen und Mutationen. Ressourcen zerstören. Einige Ressourcen überstehen den Raumzeitübergang nicht und werden in der alten Welt zerstört. Mein Sternoid? Natürlich die... Das auch? Warum das Lithiumkristall? Okay. Es ist okay. Es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, Efi. Es ist nicht so schlimm. Gegenstände aus vergangener Saison, hör auf, können in die aktuelle Saison importiert werden. Das sind Sachen aus meinem Haus. Warum sind die jetzt in meinem Inventar? Weil ich die nicht gelernt hatte? Sprich, mein Haus ist jetzt zur Hälfte leer? Ist das Hive-Ding nicht dann, wenn man alle Gebiete zusammensnappt? Ich weiß es nicht, kann sein. Ich habe keine Ahnung. Warum habe ich hier so ein Wasser drin? Habt ihr hier auch so ein Wasser drin? Gegenstände aus vergangenen Seasons können via Ressourcentransfer in die aktuelle Saison übertragen werden. Transfer zur Saisonrucksack. Ah. Du wolltest keine bauen, deshalb hab ich, haben wir das ja auch nicht getestet. Ja, aber ich würde das nicht machen, oder? Dekoration, die man gefunden hat, behält man natürlich. Oh. Was bedeutet das jetzt mit dem Einlagern? Ach so, das kann ich jetzt ins Szenario schicken. Das kostet mich so viel? Mein Herz. Ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Ah, mein Herz. Ah. Ah. Au. Alter Schwede, warum ist denn das so teuer? Jesus Christ. Oh, Knolli kostet auch so viel. Ja, ich nehme gar nichts mit. Aber Mutation? Eine Mutation würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen, oder? Die kann schon eigentlich ganz hilfreich sein, ne? Ich finde diese Guidelines mit Wukong zum Beispiel auch echt albern. Würde das trotzdem einfach streamen. Da gibt ja nur für jene, die gesponsert sind, nehme ich an, das Spiel wird dadurch auch nicht schlechter sein. Was? Gesponsert? Was mit gesponsert? Hauptsache die Leute haben wieder was, um sich aufzuregen. Ach, das kommt, das war doch mit Hogwarts genauso. Ach, der zählt runter. Ach, das kostet nur so viel.
Ach so! Ach so, ich dachte, das würde so viel kosten und das wäre das, was weg wäre. Lol, ja, easy peasy, da können wir ja alles hier mitnehmen. Und Leibesriese, Dankeschön für die Streamer-Serie. Mann, das ist aber auch dumm dargestellt hier in dem Spiel. Also jetzt mal wirklich. Ne, Eva, was sagst du dazu? Bier nehme ich auf jeden Fall mit. Bier nehme ich auf jeden Fall mit. Meine Heilung nehme ich auf jeden Fall mit. Gibt es einen Emote, wo man sich gegen die Stirn haut? Nein, das gibt's ja bei mir nicht im Chat. Was nehme ich denn noch mit? Das brauche ich. Sowas gibt's bei mir nicht im Chat. Nein, nein. Kettensäge wäre halt eine Idee, ne? Oh mein Gott, habe ich noch eine Axt? Da ist eine. Aber konnte man mit der, konnte man auch Steine abbauen, ne? Dann ist, glaube ich, die Axt zu holen sinnvoller als die Kettensäge. Transfer lohnt sich eigentlich nur für Deviants. Rest ist einfach viel zu teuer. Ja, aber dann habe ich schon ein paar Ressourcen, kann schon mehr abbauen. Gerade mit der ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, letzten Endes kann halt wahrscheinlich jeder selber entscheiden, was er da machen und nutzen will. Diese Steuereinheiten, sind die gebunden an einen oder... Oder wie ist das? Oh, bin ich müde, ey. Ja, ist halt die Frage. Nehme ich jetzt Knolli mit? Ich glaube, ich nehme die gebrochene Jungfer mit. Die hat mir doch ein bisschen bessere Dienste geleistet. Und die Sachen lasse ich dann... Ich kann ja hier öfter reingehen, oder? Und mir dann Sachen rausziehen? Yes. Im Tresor kann ich das abräumen. Ah, okay. Im Tresor kann ich das abholen. Wann? Wann kann ich das denn im Tresor abholen? Habe ich das jetzt nicht getätigt? Ist es schon wieder gelogen? Da stand, ich kann es im Tresor abheben. Abholen. Es wurde direkt bei mir reingemacht. Okay. Okay, ich kann es im Tresor abholen. Ja, ist okay. Oh Mann, Alter, dieses Spiel, wirklich. Oh Gott. Mein Herz. Es ist nicht so, dass ich mich dumm anstelle. Das Spiel macht es absichtlich so, dass ich mich dumm fühle. Ich habe nicht aufgepasst. Auf welche Welt habt ihr euch geeignet? Wir sind auf Welt 9 jetzt, glaube ich. Wir wollten jetzt 69 machen. Wir sind jetzt auf Welt 9. Also, ne? Aber mein Jackpot-Kram aus der Wunschmaschine kann ich trotzdem noch craften, oder? Ja. Die Baupläne und so, die du freigeschalten hast, man sieht das gerade hier, die hast du auf jeden Fall noch. Also, guck, ich habe auch die Fische und so. Also theoretisch, wenn ich jetzt mir eine Crafting-Werkbank bauen würde und ich ein bestimmtes Level erreicht habe, dann könnte ich das alles wieder bauen. Das würde gehen. Also das ist halt, das verlierst du ja nicht. Also ich könnte mir theoretisch jetzt auch dann wieder die, die AK machen, aber dann halt nur auf einer niedrigeren Stufe, anstatt halt auf voller Stufe. Ja. Genau. Ja, ist es okay mit dem, dass man jetzt wieder von vorne anfängt, oder? Also, ja, ist es okay. Es ist okay. Wir haben Sex. Oh mein Gott.